Der Oberbürgermeister ist erstmal der oberste Chef der Verwaltung. Das heißt, im Grunde ist er für alles verantwortlich, was die Stadt Hannover macht. Er organisiert die Verwaltung an oberster Stelle mit vielen anderen Leuten natürlich auch. Und er repräsentiert die Stadt, vor allen Dingen nach außen. Aber es geht eben einfach auch darum, in den Medien präsent zu sein, wenn es um die Vorteile Hannovers geht. Und er muss trotzdem kritisch sein, wenn er sieht, irgendwas läuft da nicht richtig und wir müssen gemeinsam was anpacken. Er ist unser Chef. Mit. Aber der Oberbürgermeister ist nicht nur Repräsentant dieser Stadt, sondern er ist auch Chef der Verwaltung. Das heißt, wie in jeder anderen Firma auch, muss es einen Chef geben, der das Sagen hat, und das ist der Oberbürgermeister. Und da gibt es vielfältige Aufgaben. Nicht nur, dass er sagt, wie die Verwaltung arbeiten soll, sondern er muss zum Beispiel auch Menschen einstellen oder entlassen oder sonst welche unangenehmen oder angenehmen Dinge tun. Aber was man nicht vergessen darf, ohne Rat ist der Oberbürgermeister nichts. Wenn wir etwas beschließen, dann muss er das auch umsetzen, auch wenn es ihm nicht passt.